wir hier hinter den komischen Schluchten fertig. Die Petra. La, 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 la. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die Petra das nicht alleine schaffen würde, ne? Aber... Seien wir mal nicht so. Zack! Bisschen Schnappatmung, nicht der Gute. Aber gut, das würde mir auch passieren, wenn... wenn mir jemand hinten in den Nacken schneiden würde. So, komm schon. Hallo, Framerate. Ich war ein bisschen zu viel für die Framerate. So, dann haben wir hier einen. Wo kommen die denn da unten schon wieder her? So. Du kommst ein kleiner. Also hier. Ich hab mit der Framerate los. Achso, da kommen wahrscheinlich immer neue. Solange bis wir das Ding zerstört haben. So, dann machen wir den ja nochmal kalt. Wir gehen einmal hier rein und dann. Wo ist denn das Ding? Da. Zack. Zack. Und nochmal zack. So, was haben wir denn noch hier? Oh, komm schon. Ja, ist klar. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt mit den Kanonen noch machen soll. Das haben wir auch nochmal mitgenommen. Das hat er gut auf jeden Fall nicht. Au! Das hat wohl nicht funktioniert, Kollege. So. Die Pony ist schon wieder weg. Ach, da kommt's. Vom Himmel geflogen. Natürlich. Das ist Pegasus. Komm, Pegasus. Schauen wir mal, was hier so los ist. Aha. Mhm. Der auch immer so schön hin und her wirbeln kann. So, räumen wir mal hier ein bisschen auf. So, hat wieder. Da ist wieder einer von den ganz coolen. Pegasus! Komm schon! Was ist jetzt hier im Bett springen oder? Zack, Nummer 1. Das ist doch schon ein kleiner Wicht. Kann man den denn bitte nicht mit einem Schlag erledigen? Und möglichst viele mitnehmen, solange das Ding noch vorhält.
So, zum Glück macht die Framerate jetzt mittlerweile wieder mit. Eigentlich auf den Arm gehen, du Idiot! So, schade, dass der Powerschub ist alle. Oh, ein paar haben wir wenigstens erledigt. Mein Gott, guck nicht so blöd. Ich kann es immer nur wieder betonen, wie dämlich die ab und zu gucken. So. So, mal ein paar neue Messerchen reinstecken. So. Ach, Erwin ist ja auch mit dabei. Wann ist denn der dazu gekommen? Egal. Ich habe kein Gas mehr. Ja, ist klar. Auch immer lustig, dass er wird einmal gegrabt und muss direkt erstmal so ein paar Pillen reinschmeißen. Das ist doch alles nur ein Vorwand. So. Komm, Blondschopf. Zack. Das war's mit dir. Aber was liegt? Keiner mehr da. Das ist mein Pferd da. So, dann gucken wir mal, was ist da oben? Ach, ein Loch in der Wand. Natürlich hat er das auch von der Seite zugemacht. Tja, müssen wir wohl den Boss besiegen, was? Na toll. Komisch, diesmal gab es ja keine fatale Unterwerfung. Oder geht das nur, wenn man irgendwie... Ich weiß nicht. Eine gewisse Mission erledigt hat. Im Laufe der Mission. Hör auf, zu bewegen. Ja, was machst du jetzt ohne Arme? Zack, 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 zack! Bam! Ich finde das cool, wie oft der angreifen kann. Das ist voll nice.
Oi, Gaki domo. Kore wa douyu jōkyō da? Kyōjin-ka shita Eren ga kabe no ana o fusagu koto ni seikou shita ato. Hekigai chōsa yori kyūkyō hikikae shite kita. Chōsa heidan to chūton heidan kōheibu no katsuyaku niyori. Wall Rose wa futatabi kyōjin no shinryū o habanda. Ja, haben wir natürlich wieder mit S abgeschnitten. Was anderes kann man ja von uns auch gar nicht erwarten. Und einen Stufenaufstieg gibt es auch sogar noch. Ob wir wohl in diesem Let's Play noch die Stufe 100 erreichen werden? Vielleicht finden wir es ja noch raus. So, ja gut, ein bisschen Geld. Ein bisschen auf der Tisch. Neuer Leichtstahl. Ja, ich brauche andere Sachen. Sondermilitärtribunal. Ein Gericht, vor dem Soldaten rechtlich belangt und militärische Angelegenheiten verhandelt werden. Die Richter, Ankläger und Verteidiger dieses Gerichts gehören allesamt dem Militär an. Die Zusammenkünfte dieses Tribunals sind weitaus stärker politisiert, als es bei gewöhnlichen Militärtribunalen der Fall ist. Die abschließende Urteilsgewalt liegt bei Darius Zackley, dem Kommandanten aller drei Regimente. Ist ganz schön viel Einfluss, den man dann als eine Person hat. Wenn man über allen drei Regimentern steht, ist schon nicht verkehrt. Also ich kann euch auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr das Let's Play geschaut habt, schaut euch auch mal die Serie dazu an. Weil, wie ganz am Anfang von unserem Let's Play schon gesagt, man erfährt eben halt auch noch viel Hintergrundinformationen zu dem einen oder anderen Charakter, die man so im Let's Play gar nicht bekommt. Und das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Das beherzte Vorgehen der Garnison im Kampf und die Rückkehr der Aufklärer vereitelten den Angriff auf die Mauer Rose. Dennoch hielt innerhalb der Mauer dasselbe Chaos einzig wie schon vor 5 Jahren zuvor, nach dem Einsturz von Mauer Maria. Der kolossale Titan hatte die Menschheit erneut angegriffen. Und auch wenn es schwer zu glauben war, die einst eingestürzte Mauer war durch die Macht des Titanen versiegelt worden. War Eren Jaeger der größte Feind der Menschheit oder ihr Verbündeter? Innerhalb der Mauern sollte ein Militärgericht unter heftigen Debatten über Erens Schicksal entscheiden. Das letzte Wort blieb Generalissimo Darius Zackley, dem Befehlshaber der drei Regimenter, vorbehalten. Drittes Kapitel: Verheerender Schlag des Verrats. Klingt auf jeden Fall interessant. 今回決めるのは君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が今回の襲撃を退けたことは事実です。 なので、せめて我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団は エレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力でウォールマリアを奪還します。以上です。ん？もういいのか？はい。彼の力を借りれば、ウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは、明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、
ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はこれは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。佐藤、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。Es tut immer noch weh, wo der Kommandant mich getreten hat. Aber ihm habe ich es zu verdanken, dass ich nicht der Militärpolizei übergeben wurde.Du spielst nur als Ehren. Nein, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Wey! Ausgezeichnet. Jo. Ja, liebe Freunde, ich mache an dieser Stelle nochmal einen Cut. Wir haben es halt unter der Woche, ist halt ein bisschen schwierig mit den langen Aufnahmesessions etc. War eigentlich auch mehr oder weniger nur dazu gedacht, dass man halt auch wieder für Samstag und so weiter Folgen produziert. Ja. Kein Problem. Für euch ist ja sowieso jede Woche eine neue Folge. Also von daher, ich kriege das halt gar nicht so mit. Okay. Wie dem auch sei, ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Abend oder einen schönes Restwochenende, muss ich ja besser sagen. Wir sehen uns bei der nächste Woche wieder in der nächsten Attack on Titan Folge oder, wenn ihr wollt, natürlich auch gerne vorher in einer anderen Episode eines anderen Let's Plays auf Eternal Fantasy. Macht es gut, bis dahin, ich bin raus, auf Wiedersehen. Immer in die Kamera gucken. Jo!